Moin, moin, Servus, Habedere, Namaste. Ich bin der Cousin von Vinil. Ach Quatsch, ich bin Vinil. Ich habe mich heute nach dem Sommerwetter hier ausgerichtet, weil das Wetter besser wird. Und ich habe heute auch ein schönes Kleid an. Ratet mal warum. Ja, das ist das Kleid von meiner Mitbewohnerin von Peru. Ja, und ich wollte heute was Schönes erklären. Ich war leider letzte Woche ein bisschen krank und dann musste ich leider Brot essen. Und ja, aber jetzt ist wieder Wochenende, geht mir wieder besser und wollte jetzt wieder was Indisches kochen und dachte ich mir gleich, dass ich euch auch das gleich beibringen kann. Und ich habe heute ganz typische indische Frühstück, also heißt es indische Pfannkuchen. Nein, so darf man nicht sagen. Sagt man Dosa, Dosa. Das ist ja wie indische Pfannkuchen, aber so darf man nicht sagen. So, das ist, weil wir den mit Linsen gemacht. Und dann dazu machen wir eine so Chutney, sagen wir in Indien. Und dafür brauchen wir Zwiebel, Knoblauch, Ingwer, Chilis und Koriander. Und ich werde heute euch erklären, wie wir das Dosa vorbereiten. Ja, bevor ich euch die indische Essen beibringen werde, ich muss euch noch was erklären. Es war mal so, wir waren so wandern mit Freunden und dann Freund sagt das so, wir haben heute Indisch, Mama hat Indisch gekocht und dann habe ich gefragt, was denn? Und dann hat er gesagt, dass so, es gibt Currywurst, weil Curry aus Indien kommt und da musste ich so viel lachen. Und gestern war ich mit ein paar Freunden in Straubing hier auf einer Currywurstladen und schau dir mal an, was passiert ist. Ich bin heute in Straubing bei einem Currywurstladen mit ein paar Freunden hier. Und dann, ich habe als Inder Schaf nur 3 genommen, weil ich weiß, hier Schaf ist ganz scharf ist. Und dann jetzt, wir probieren mit Johannes, wollte ja heute mit Schaf 5 probieren. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie er das machen kann. Der ist gar nicht scharf. Und jetzt geht's los. Schauen wir mal. Also hier ist Daniel, der ist locker 5, der hat ja schon zweimal geschafft und jetzt ist er wieder da. Und hier ist Markus, der ist nur Zuschauer. Und hier ist Johannes mit Schaf 5. 4,8 Und dann Millionen. seht ihr da. 4,8 Millionen. Ja, genau. Komm Johannes, jetzt schaffst du Wenn das. du nicht wolltest, oder was? Und lebst du noch? Ui, ui. Wie der Daniel lacht hier. So, der ist so einfach so hier für und Johannes. Ja, das ist ganz scharf, wirklich ganz scharf. Du hast 3 probiert und wie ist deine Erfahrung? Das ist voll assi. Das ist wie wenn man bei Vinyl isst. Das ist immer so. Die kenne ich nicht. Johannes kommt weiter. Ja. Es schmeckt gar keine Schärfe. Und Sege, was sagst du bei 3? Ja. Daniel, was sagst du jetzt mit dem Film? Wie ist es für dich? Ich weiß nicht, was die Kinder haben. Also. Das ist Kindergarten. Der Currywurst war wirklich sehr, sehr scharf. Für mich sogar 5 ist wirklich scharf. Ich habe schon zweimal da gegessen und es war wirklich cool. Und sogar, warum ich das heute gesagt habe, ist so, sogar der Verkäufer hat gesagt, die Chili-Soße, die er hat, ist von Indien. Schau doch mal die Zutaten nochmal alles genau. Hier, ich habe eine grüne Linsen. Die habe ich ja Hälfte von der Schlüssel genommen gestern und dann habe ich ja in Wasser gelassen und dann über Nacht und dann die werden dann so ganze Schlüssel. Das wegen Wasser. Und dann schaut doch mal nochmal die genau die Zutaten: Zwiebel, Knoblauch, Ingwer, Chili, Tomaten und frische Koriander. Und jetzt machen wir die Herdplatte an. Und dann machen wir einen Schlüssel hier. Und dazu machen wir ein bisschen Öl rein. Also einfach einen Esslöffel. So ein bisschen. Und dann muss die Öl ein bisschen heiß werden. Und bevor das, wir vorbereiten ja ein bisschen die Zwiebeln klein schneiden. Braucht man nicht genauso klein, weil die kommen alle später in den Mixer.
Deshalb braucht man einfach ungefähr so kleine Stückchen schneiden. Und den Chili auch so. Kleine Schnecken. Genau. Und Ingwer auch. So, Hälfte benutzen wir für die Chutney und Hälfte benutzen wir für die Soße. Und auch so Knoblauch nehme ich an. Einfach kleine Stückchen. Also hier alles so kleine Stückchen schneiden, so einfach mal. Und dann warten wir, bis die Öl ein bisschen heiß wird. Davor wollte ich auch noch was euch zeigen. Hier sind meine Gewürzregeln. Hier habe ich so verschiedene Gewürze, was ich für indisches Essen benutze. Ich werde auch mal langsam alles erklären, wenn wir was weitermachen. Und heute brauche ich davon so diese Kumminkernen und Senfkernen. Die sind ja verschiedene Kummin und Senfkernen hier gemischt. Nehme ich mal ein bisschen an hier. Und dann gebe ich das in die Öl. Das soll heißen so. Und dann brauche ich noch, also ich habe die hier die kleinen Stückchen alles geschnitten. Schaut doch mal an, die Chili ist schon rein hier. Knoblauch und so ungefähr so. Und dann die kommen alle, also das Hälfte brauche ich später. Und ich mache die Zwiebel hier rein. Ja, genau. So. Hier habe ich die Chili, Zwiebel, Ingwer, Knoblauch und die Kernen. Und dann muss man die noch ein bisschen anbraten. Genau, hier so. Und danach brauchen wir noch die Tomaten auch noch klein schneiden und dann kommt hier noch rein. Hier schaut doch mal an, alle, ich habe alles hier reingemacht. Mische hier so ein bisschen. Es geht schon gut weiter. Und dann da braucht man noch ein bisschen Kurkuma. Kurkuma hier ein bisschen rein. Einfach so ein bisschen so ein Viertel Löffel oder weniger. Und nach Salz ein bisschen, dass das Zwiebeln schon gut gebraten wird. Aber Salz kann man auch nachher später reinmachen, aber das ist erstmal nur ein bisschen Salz da rein. Und dann alles gut anbraten. Und so vielleicht die Hitze weniger machen. Und dann so ein paar bis 5 Minuten so anbraten. Und danach in den Mixer mischen. Und dann kommt die frische Koriander noch da rein. Ich habe jetzt mein Chutney schon fertig und da mache ich oben noch frische Koriander rein und dann ist schon voll gut vorbereitet. Und jetzt wegen der Dose, die Teig muss so sehen, schaut doch mal an. Das ist so, dass wir ein bisschen gießen können. Und jetzt nehme ich einen Esslöffel einfach mal hier auf dem heißen Pfanne und dann nehme ich von der Mitte an und mache ich so, dass es eine schöne Kreis kommt. Das ist so. Und dann braten wir an und dann nehmen wir aus, wenn das fertig ist. Und jetzt nochmal so langsam von den Ecken schauen, ob das gekocht ist. Schaut doch mal an. Hier, das kommt raus schon gut. Und dann, das bedeutet, das ist schon gut vorbereitet. Kann man so, ja, vielleicht hier muss das noch ein bisschen gekocht werden. So. Von alle Seiten und dann dreht man das an. Oh, es schaut voll gut aus. Und noch ein paar Sekunden, wie gesagt, nochmal so anbraten. Und dann haben wir sehr leckere Dose. Ich kann nicht warten. Ich muss schnell essen. Ich bekomme Hunger. Mmh. Oh, geil. Einfach geil. Ich muss einfach mein Dosas weitermachen, weil ich habe so Hunger und das schmeckt super lecker. Jetzt weiß ich auch, wie das gemacht wird. Muss ja nur in einen indischen Laden oder pakistanischen Laden gehen und dann die Linsen kaufen. Oder vielleicht sogar kann man in Deutschland im Supermarkt, einfach im Supermarkt kaufen. Geht ihr doch mal, kauft ihr, probiert mal und sagt mir, wie das geschmeckt hat. Wir sehen uns nächstes Mal. Ciao, schönes Woche euch.